Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Wahrscheinlich die letzte Premier League Prognose jetzt erstmal, weil Bundesliga ja wieder losgeht. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, bleibt auch schön fair. Ansonsten, es steht ja jetzt die Transferphase an, deswegen kann es sein, dass mal jemand, der schon transferiert ist, hier noch ein Tor schießt. Nehmt mir das dann nicht übel, ich hatte einfach nicht so viel Zeit, das da noch zu berücksichtigen. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem ersten Spiel. Nach der Klatsche gegen den FC Liverpool konnte man aus Arsenal-Sicht positiverweise zu Hause mit 4:1 gegen Fulham gewinnen. Jetzt wollte man gegen West Ham United im London Stadium den nächsten Dreier einfahren, um Platz 5 erstmal zu festigen. Und sie hatten auch die erste Möglichkeit in Person von Kolasinac, der nach 10 Minuten die erste Möglichkeit absondert. Aber mehr als eine kleine Annäherung war das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dann wurden auch die Gastgeber stärker nach vorne. Viertelstunde knapp gespielt. Obiang mit dem guten Ball auf Marko Arnautovic. Der nimmt das volle Risiko und er ist dafür bekannt, dass er das auch vernünftig umsetzen kann. Hier ist es gar nicht so verkehrt gemacht und viel fehlt dann im Endeffekt nicht. Leno kann froh sein, dass der nicht direkt aufs Tor kommt. Dann dieser Ball genial in die Spitze gespielt auf Aubameyang. Mit seinem Tempo mit dem Ball ist er dann alleine vor dem Kasten und kann zum 1:0 einschießen. 22. Spielminute, 15. Saisontor und damit die Führung für die Gäste bedeutete dann auch den Halbzeitstand. West Ham hielt lange Zeit gut mit, aber der Treffer von Aubameyang war dann auch das verdiente Halbzeitresultat. 5 Minuten knapp im zweiten Durchgang gespielt, Arsenal wurde weiterhin nach vorne sehr vorstellig und zwar positiv und da ist dieser Abschluss von Matteo Guendouzi in der 51. Spielminute. 2:0 für Arsenal. Erstes Saisontor. Schön platziert oben links rein. Da ist dann auch nichts mehr zu parieren. Keine halbe Stunde mehr zu spielen. Dann auch West Ham wieder nach vorne unterwegs. Snodgrass legt hier auf mit Lucas Perez im Zusammenspiel. Aber das ist dann für Leno kein Problem, den zu parieren. Arsenal aber auch immer wieder mit Nadelstich nach vorne. Xhaka Kolasinac mit seinem rechten Fuß. 3:0. Und jetzt wurde es bitter für West Ham. Die Höhe war nicht ganz verdient, die Führung dennoch schon. Aber West Ham gab sich nicht auf, spielte auch nach vorne nochmal Obiang. Arnautovic, Obiang mit diesem Traumtor 1:3. Zumindest damit konnten sie sich nochmal belohnen. Erstes Saisontor für Pedro Mba, Obiang. Das Endresultat geht unter dem Strich in Ordnung. 1:3 verliert West Ham United zu Hause gegen den FC Arsenal, der nach dem letzten Auswärtsspiel gegen Liverpool deutlich besser aus der Kabine kam und hier verdient den Dreier einfährt. Die Niederlage gegen Man City war schmerzhaft für den FC Liverpool, klar, aber man konnte damit auch rechnen, da Man City eben eine überragende Mannschaft ist. Hier hatten die Gäste die erste Möglichkeit, Mo Salah gegen Barton. Streckt sich hier aber, kann den Ball rauskratzen. Dann dieser Fehler von Duffy. Roberto Firmino schickt Sadio Mané auf die Reise. Alleine auf weiter Flur, kann rüberspielen, selber machen. Er macht selber und das ist die richtige Entscheidung. 9. Saisontor für Sadio Mané. Und was für ein Fehler von Duffy. Den kann dann keiner mehr ausbügeln im Endeffekt. Und so die Führung für Liverpool. Dann aber auch Brighton & Hove Albion mit einem Angriff und zwar so erfolgreich. Pascal Groß, Ex-Bundesligist, 25. Spielminute, 2. Saisontor für den Mittelfeldmann mit dem Flugkopfball. Etwas glücklich, dass er den genau in den Winkel reinbekommt, aber das muss man dann auch mal haben. Alisson Becker ist machtlos. Vor der Pause dann aber nochmal die Reds, Wijnaldum auf James Milner, aber Button hat kein Problem und kann damit das 1:1 zur Pause erstmal festhalten. Unterhaltsame Partie, Liverpool war besser, konnte den Fehler von Duffy ausnutzen, aber Groß konnte das nur 4 Minuten später dann ausgleichen. Der zweite Durchgang und klar, Liverpool war hier weiterhin die spielbestimmende Mannschaft. Alexander Arnold mit der Flanke, Roberto Firmino mit dem Kopf, 55. Spielminute, auch sein 9. Saisontor zieht damit mit Sadio Mané gleich. Und die Gäste waren wieder in Führung, die erste Möglichkeit nach Wiederanpfiff. Auch kein schlechter Kopfball, Button kann sich strecken, wie er will, da kommt er nie im Leben ran. 25 Minuten etwa noch auf der Uhr, James Milner auf der linken Außenbahn, legt zurück in die Mitte, Wijnaldum. Ja, der Abschluss ist dann von Montoya abgewehrt, da wurde es noch nicht so gefährlich, Brighton schmiss sich überall rein, aber
ganzer Liverpool einfach nicht zu verhindern und es gab immer wieder Möglichkeiten, der anschließende Eckstoß. Mo Salah legt sich den Ball zurecht, von der linken Seite wird er den dann reintreten. Milner kommt kurz, bekommt dann auch den Ball. James Milner bringt die Flanke, Groß kann es nicht klären und Sadio Mané am zweiten Pfosten setzt hier auf die Partie den Deckel drauf. 10. Saisontor, Sadio Mané setzt den Kopfball am zweiten Pfosten. Sieht Button nicht ganz glücklich aus und das nächste Kopfballtor in einer Partie, die danach dann entschieden war. Es gab keine Highlights mehr, weder von Liverpool noch von Brighton, kam noch viel Bemühung nach vorne. Und so gewinnen die Reds hochverdient mit 3:1 und fahren nach der Pleite gegen Man City dann den nächsten Dreier ein. Der FC Burnley konnte einen wichtigen Dreier gegen den letztplatzierten Huddersfield Town einfahren. FC Fulham musste sich mit 4:1 gegen Arsenal London geschlagen geben. Hier hatten die Gäste aber die erste Annäherung nach vorne. Cissé legt rüber und dann kann Heaton sich mal auszeichnen. Nach 13 Spielminuten die erste Parade kann hier André Schürrle noch um seinen Treffer bringen. Hätte zwar gepasst der Ball, aber da fährt er die rechte Pranke aus und zeigt, dass er ein guter Premier League Keeper ist. Der anschließende Eckstoß, auch gefährlich. Mitrovic trifft aber nur den Außenpfosten. Glück in dieser Phase der Partie für Burnley, dass es noch nicht 0:1 stand. Da fehlte wirklich nicht viel. Vor der Pause dann nochmal die Gäste. Sessegnon auf der rechten Außenbahn. Die Flanke von Taylor noch abgefälscht. Trotzdem bekommt Bryan sie auf den Fuß. Heaton ist aber da und kann parieren. Weiterhin 0:0, aber es war noch etwas Zeit auf der Uhr in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Und die bekam dann auch Fulham. Der Eckstoß konnte nicht geklärt werden. Die Flanke ist dann down. Sessegnon mit dem 1:0. Drittes Saisontor für Ryan Sessegnon. Gute Körpertäuschung hier auf der linken Außenbahn. Und dann der Kopfball aus kurzer Distanz kaum noch zu verteidigen. Zur Pause stand es 0:1. Hochverdient. Burnley machte nach vorne deutlich zu wenig. Und Fulham absolvierte eine klasse Partie und führte dann eben dementsprechend verdient mit 1:0. Hätte auch schon höher stehen können. So die Möglichkeit für Burnley schnell auszugleichen. Gudmundsson bekommt den Ball auf der Außenbahn, bringt ihn dann wieder rein. Ashley Barnes, und so schnell passiert es dann. 5. Saisontor, 53. Spielminute. Da kann man noch so gut spielen wie der FC Fulham. Wenn man die Dinger nicht macht, ist man mit einem Gegentreffer wieder auf dem Boden der Tatsachen. Aber keine Stunde gespielt. Czerny mit der Eckball-Variante auf den kurzen Pfosten. Alexander Mitrovic, 2:1 für die Gäste. 9. Saisontor. Und wieder die verdiente Führung für die Gastmannschaft. Super Kopfball im ersten Durchgang. Hat er aus der Position nur den Pfosten getroffen. Kann man dann irgendwann auch mal vielleicht drauf eingehen, auf diese Variante. Ging nicht so aus Burnley-Sicht positiv zu Ende. Sie hatten aber nochmal eine Möglichkeit, zumindest den Punkt mitzunehmen. Barnes, Westwood. Aber mehr kam dann nicht. Die letzte Möglichkeit, knapp 10 Minuten vor dem Ende, wurde hier verschludert. Sie kamen nicht mehr besser vor den Kasten und so bleibt es am Ende beim 1:2. Absolut verdient. Fulham machte eine richtig gute Leistung. Überragende Vorstellung, ist jetzt nur noch ein Punkt von dem FC Burnley entfernt. Cardiff City kann sich zu Hause jetzt gegen Huddersfield Town beweisen. Zuletzt verlor man zu Hause gegen Tottenham 0:3 und Huddersfield musste sich 1:2 gegen Burnley geschlagen geben. Die erste Möglichkeit gehörte hier aber den Gästen und zwar so. Ein Benzer mit der Schussmöglichkeit aus kürzester Distanz. Nach 6 Spielminuten testet er Etheridge das erste Mal. Starke Anfangsphase der Gäste und so spielten sie auch weiter. Der anschließende Eckstoß wieder mit Gefahr im Verzug und das Meunier 1:0, 6. bzw. 7. Spielminute, 2. Saisontor für Steve Meunier. Und verdient auch schon zu dem Zeitpunkt, konnte dann die Elf von David Wagner in Front gehen. Halbe Stunde knapp gespielt, sie spielten besser nach vorne. Überhaupt mal nach vorne zu spielen, hier schon außergewöhnlich. Cardiff City machte fast gar nichts und wurden hier durch Etheridge noch im Spiel gehalten. Weiterhin 0:1, aber nochmal vor der Pause die Gäste aus Huddersfield. Billing bekommt da keinen Druck, legt dann einmal quer. De Boatre in der 45. Spielminute Nachspielzeit
der ersten Halbzeit. Erstes Saisontor und 1:0 für die Gäste. David Wagner, klar, war aus dem Haus, war aus dem Häuschen. Als Tabellen-20. sind solche Spiele ganz wichtig. Und Cardiff City ist aktuell 8 Punkte davongezogen. Mit diesem Sieg wären es nur noch 5. Und zwar eine bessere Ausgangslage für die restliche Rückrunde. Und es gab hier die Möglichkeit, nach Vorlage von Kachunga für Mbenza eine halbe Stunde vor dem Ende alles klar zu machen. Aber viel machte das nicht aus, weil Cardiff City nach vorne viel zu wenig einfiel. Wir sind schon in der Schlussphase, mal ein weiter Ball. Dann bringen sie sich selbst in Bedrängnis. Riles bringt den Ball zu Pettersson, die Flanke von Hadajonay aber geklärt. Es kam von Cardiff City nahezu nichts. Am Ende ein 2:0 für den Tabellenletzten. Damit halten sie sich weiterhin in der Liga, haben jetzt 13 Punkte und trotzdem wird der Weg noch sehr schwer. Crystal Palace zog zuletzt mit 2:0 gegen Wolverhampton erfolgreich vom Platz und wollte jetzt gegen Watford einen nächsten Dreier einfahren. Die spielten 3:3 gegen Bournemouth. Doch die erste Möglichkeit und der erste Treffer war hier auf Seiten der Gäste gefallen. 20. Spielminute, Troy Deeney. Die erste nennenswerte Möglichkeit brachte dann die Gästeführung. Crystal Palace dann endlich mal nach vorne vorstellig. Zaha bringt die Flanke, die kann nicht geklärt werden. Jordan Ayew, Townsend mit dem Schuss, aber Scholewas ist da und kann Schlimmeres verhindern, sodass der nicht wirklich gefährlich aufs Tor kam. Aber Crystal Palace wurde jetzt besser und vor dem Pausenpfiff bekamen sie nochmal diesen Eckstoß. 27. Minute von der rechten Seite hereingetreten. Da kommt dann der Abschluss von MacArthur. 1-1, 28. Drittes Saisontor für James MacArthur. Und der verdiente Pausenstand von 1:1. Brachte dann eben dieses Remis erstmal zustande. Der zweite Durchgang sollte dann noch unterhaltsamer werden und noch offener. Auch wenn Watford wieder die bessere Mannschaft war. Auch direkt nach Wiederanpfiff. Troy Deeney im 16er nimmt sich da selber den Abschluss. 49. Spielminute. Aber nicht mit dem Doppelpack hier in der Szene. Das war ein doch zu spitzer Winkel. Dann Crystal Palace wieder mal. Jordan Ayew auf Kouyaté, MacArthur gut gespielt, Kouyaté und Foster muss ich mal auszeichnen. Gute Szene von Crystal Palace, wie gesagt, die Partie wurde jetzt im zweiten Durchgang deutlich offener und brachte bis dato aber noch keinen Sieger zustande, zu Gesicht für uns noch keiner, den man hier klar als Favoriten ausmachen könnte für die Schlussphase, wenn dann vielleicht Crystal Palace. Aber von MacArthur hier noch nicht stark genug gespielt. Wir sind schon in der Schlussminute. MacArthur, nochmal Crystal Palace, nochmal Crystal Palace. Jordan Ayew, zweites Saisontor, 90. Spielminute. Und die Gäste fahren mit 0 Punkten nach Hause. Crystal Palace schlägt in der letzten Spielminute zu und so gewinnen sie dann mit 2:1. Crystal Palace im letzten Atemzug fahren sie hier den Dreier ein. Leicester City konnte zuletzt 1:0 gegen den FC Everton gewinnen und Southampton. Immerhin holten sie 0:0 gegen den FC Chelsea. Die Elf von Ralf Hasenhüttl muss aber auch mal wieder gewinnen. Die erste Möglichkeit gehört hier aber den Gastgebern. Leicester City mit der ersten Möglichkeit wirklich gefährlich. Wurde es in der Szene aber nicht so spektakulär, war der erste Durchgang nicht. Southampton brachte erst kurz vor dem Pausenpfiff mal nach vorne etwas zustande. Long mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Valeri. Ja, wirklich brenzlig wurde es hier für Schmeichel auch nicht und so ging es dann verdient ohne Tore in die Halbzeit. Im King Power Stadium hatte man schon besseren Fußball gesehen, schlechteren wahrscheinlich kaum. Aber der zweite Durchgang wurde dann zumindest etwas aufregender, weil Southampton etwas gefährlicher wurde. Ward-Prowse schickt über die rechte Außenbahn Redmond, der bringt die Flanke, das ist der Kopfball von Shane Long. 56. Spielminute, erstes Saisontor für die Nummer 7. Und plötzlich führte die Elf von Ralf Hasenhüttl im Hintergrund, der Gästeblock explodierte. Als Tabellen-18. hat man es nicht leicht und da ist jeder Erfolg, jedes Erfolgserlebnis etwas, woran man sich hangeln kann. Und dieser Dreier gegen Leicester City wäre wichtig, die Führung war zumindest schon mal da. Schmeichel kann nichts mehr machen, aber Long ist viel zu frei am zweiten Pfosten, muss dann nur noch den Kopf hinhalten. Leicester City tat sich aber schwer, nach vorne etwas zu produzieren, kam dann hier
durch Mandy mal wieder zunächst Möglichkeit. Die Flanke, Didi liegt dann für Ricardo Pereira auf. Aber tolle Parade von Gandhi, hätte im Winkel gesessen. Es wurde aber nicht mehr gefährlicher aus Leicester City Sicht. Stattdessen nochmal Southampton. Ward-Prowse hat die Übersicht. Redmond in der 92. Spielminute mit dem letzten Ausrufezeichen in dieser Partie. Dabei blieb es wichtige Punkte für Ralf Hasenhüttl. Leicester City hingegen verliert 0:1 und bleibt damit weiterhin im Tabellenmittelfeld. Nach dem enttäuschenden 0:0 zu Hause gegen den FC Southampton wollte es der FC Chelsea an der Stamford Bridge jetzt gegen Newcastle United besser machen. Ihnen gehörte auch hier die erste Möglichkeit, und zwar so: N'Golo Kanté. Das ist gar nicht mal so ungefährlich nach 4 Spielminuten, weil Richie mit der Grätsche nicht an den Ball kommt, ist diese Chance hier überhaupt erst möglich gemacht worden, zieht aber am rechten Pfosten vorbei. Aber gute Anfangsphase von Chelsea. Alvaro Morata zieht einfach ab aus knapp 16 Metern und macht das 1:0. Sechstes Saisontor für den Spanier, 14. Spielminute. Und Newcastle United war früh in Not, weil sie nach vorne noch nichts bringen konnten. Halbe Stunde gespielt, dann endlich mal die Gäste. Atsu, IOT von Jetlin, die Flanke, und dann muss Kepa sich mal auszeichnen. Klasse Parade, ist da im kurzen Eck, muss er auch sein, ist klar. Aber trotzdem ganz wichtig in der Szene, den zu parieren. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite reingetreten, das Jonjo Shelvey. Ausgleich, 30. Spielminute, erstes Saisontor für Jonjo Shelvey. Und das dann für Kepa nichts mehr zu machen. Auf der Linie Azpilicueta kommt nicht mehr ran, ist etwas zu klein. Vor der Pause aber nochmal Hazard. 2:1. Spektakuläre Partie im ersten Durchgang. Traumtor von Eden Hazard. Wie er den da reinzieht, hat etwas Glück, dass der Ball vom Pfosten ins Netz oder ins Tor reinprallt. Aber es war immer noch nicht Pause. Nochmal Newcastle United. Shelvey, Jetlin mit der Flanke. Rondon legt mit dem Kopf auf Atsu. Ausgleich noch im ersten Durchgang. Erstes Saisontor für Christian Atsu. Aber was für eine Partie. 2:2 zum Pausenpfiff. Das hätte man sicherlich nicht erwartet. Zumindest nicht nach der Anfangsphase, weil Chelsea eigentlich alles im Griff hatte. Wurden dann aber fahrlässig in der Verteidigung, jeweils als sie führten. Und so geht es dann mit dem 2:2 in die Pause. Und Newcastle wurde jetzt tatsächlich noch besser. Jetlin auf der rechten Außenbahn. Wie er sich da durchsetzt, ist super. Atsu mit dem Kopfball. Aber jetzt ist Kepa wieder da im kurzen Eck und kann den Ball parieren. Super Szene auf der rechten Außenbahn. Und dann von Atsu der Kopfball. Nicht stark genug. Keine Stunde gespielt. Wieder Newcastle. Atsu, Rondon. Und dann ist da Richie. 3:2. Matt Richie. 55. Spielminute. Der Gästeblock wurde zum Tollhaus. Was für eine unglaubliche Partie. Die Gäste kurz davor, den Dreier aus London mitzunehmen. Aber jetzt kam nochmal Chelsea. Loftus-Cheek. Kanté auf Alvaro Morata. 3:3, 86. Spielminute. Und jetzt hatte der Wahnsinn ein Ende. Siebtes Saisontor. Doppelpack für Alvaro Morata. Sie werden trotzdem nicht so richtig zufrieden sein mit diesem Punkt, aber der geht unter dem Strich in Ordnung. Tolle Partie von den Gästen aus Newcastle. Chelsea kämpfte sich am Ende zurück und so geht dieses Remis mit 3:3 absolut verdient zu Ende. Der FC Everton ist auf dem 11. Tabellenplatz aktuell und der FC Bournemouth auf dem 12. Es ist also eine richtige Mittelfeldpartie, wo weder nach oben noch nach unten eigentlich wirklich was passieren konnte. Die erste Möglichkeit gehörte Sigurdsson. Nach 4 Spielminuten testet er mal Begovic. Doch die Gastgeber gingen hier zu dem Zeitpunkt noch nicht in Führung. Zuletzt verlor man ja 0:1 gegen Leicester City. Bournemouth spielte gegen Watford zu Hause in einem spektakulären Spiel 3:3. Besonders die erste Halbzeit war da ansehnlich. Hier war es nicht die Halbzeit von Bournemouth, sondern eher von FC Everton. Der Schuss von Walcott aber auch wieder von Begovic gehalten. Wilson legt den Ball auf die rechte Seite. Fraser, ja, etwas sinnbildlich diese Szene. Was für ein Schuss bis dahin von Bournemouth. Kaum etwas Erwähnenswertes. Vor der Pause kamen sie dann aber nochmal. Wilson, Callum Wilson. Callum Wilson wird nicht angegriffen. 1:0. 10. Saisontor bereits, 43. Spielminute und die Gäste gingen jetzt in Führung, etwas aus dem Nichts. Die einzige Möglichkeit, die es davor gab, hatten wir eben gesehen. Da wurde es nicht wirklich gefährlich, das war fast ein
Schuss zum Einwurf. Hier ist aber Wilson einmal da. Diese Einzelaktion hatte es gebraucht. Mit dem Außenriss dann ins kurze Eck. Pickford ist etwas überrascht, dass der Ball nicht in die Mitte gespielt wurde. Trotzdem kann er sich da nicht ganz von der Schuld freisprechen. Zur Pause stand es 0:1. Der FC Everton war bedient, hatte aber ja noch 45 Minuten Möglichkeit, das Ganze auszugleichen. 55. Minute, André Gomes, der Abschluss von Calvert-Lewin. Es war technisch durchaus gut anzusehen, aber für Begovic kein Problem, das zu parieren. Es kam dann lange Zeit nichts, wir sind schon in der 90. Spielminute. Nochmal Richarlison mit der Flanke, da ist dann am zweiten Pfosten Walcott, trifft den Ball aber miserabel. Und so blieb es tatsächlich beim 0:1. Bournemouth machte nicht mehr, als sie machen mussten und gewinnen somit 1:0 gegen FC Everton und ziehen so an den Toffees vorbei. Tottenham konnte nach dem 3:0 gegen Cardiff City zwar nicht an Man City wieder vorbeigehen, aber trotzdem war man damit erstmal zufrieden. Jetzt wollte man zu Hause gegen Manchester United den nächsten Dreier einfahren. Und die Gäste sind ja gut drauf und am neuen Trainer noch nicht einmal einen Punkt liegen gelassen. Zuletzt gewannen sie auch 2:0 gegen Newcastle, aber die erste Möglichkeit gehörte zwar den Spurs, dann aber wurde Manchester United besser. Matic mit dem Eckstoß von der linken Seite, tritt da auf den ersten Pfosten und Paul Pogba mit dem 1:0. 10. Spielminute, sein 8. Saisontor und der blüht aktuell eben richtig auf und dann ist auch so ein Kopfball mal drin. Lloris verschätzt sich da, kann man auch besser regeln als Keeper und sein Landsmann schenkt ihn dann eben diesen Kopfball ein. Dann Pogba mit der Flanke. Sehr auffällige Partie. 2:0. Manchester United war einfach brutal effektiv nach vorne. Sie hatten nicht viele Möglichkeiten. Aber wenn, dann wurde es gefährlich und meistens dann auch ein Tor. So wie hier Marcus Rashford mit dem Kopfball zum 2:0. Vor der Pause dann aber nochmal Tottenham. Zumindest der Anschlusstreffer sollte her. Rose mit der Flanke. Rose mit der Flanke. Dele Alli mit dem Kopfball. Drittes Tor in der Partie, drittes Kopfballtor, 43. Spielminute und jetzt war Tottenham wieder mit von der Partie, weil es hier nicht richtig geklärt werden kann und der Kopfball von Dele Alli super gesetzt ist. Der hatte die Übersicht, überwindet dann De Gea. So ging es dann mit diesem 1:2 in die Pause und 45 Minuten Zeit für die Spurs, das hier noch komplett umzudrehen. Sie wurden jetzt eben nochmal stärker vor der Pause, konnten das aber nicht mit in den zweiten Durchgang hineinnehmen. Matic auf die linke Außenbahn zu Valencia gespielt, Juan Mata kommt aber nicht durch, Rose schmeißt sich rein und verhindert, dass der Gefährlicher vors Tor kommt. Wir können drauf schauen, das tat zwar weh für Rose, aber es erfüllte seinen Zweck. Dann wieder Matic mit einem seiner gefährlichen Eckstöße von der linken Seite, 53. Spielminute. Wieder auf den kurzen Pfosten, wieder ist Pogba da, ist auch am Ball, wurde jetzt aber besser verteidigt und hatte keinen optimalen Winkel, den aufs Tor zu bringen. Trifft dann nur das Außennetz, trotzdem war es wieder stark gemacht. Keine halbe Stunde mehr zu spielen, Paul Pogba war wirklich überall zu finden, links, rechts, Mitte. Und fast wie die Kombination beim 2:0, Flanke Pogba, Kopfball, Rashford, diesmal aber kein Treffer. Und Tottenham war unglücklich, lange Zeit im zweiten Durchgang, fast die gesamte Zeit eigentlich. Nochmal hier der Versuch nach vorne zu spielen, dann ist das mal eine Unsicherheit. Son schießt sich aber da selber so ein Stück an und mehr kam dann nicht. Tottenham konnte nichts mehr nach vorne bringen und so gewinnt Manchester United am Ende verdient mit 2:1 nach der Pause passierte dann toretechnisch nichts mehr. Nach dem Sieg über den FC Liverpool sollte man jetzt gegen Wolverhampton aus Man City Sicht nichts mehr anbrennen lassen und den nächsten Dreier einfahren, um jetzt an die Elf von Jürgen Klopp weiterhin anzuklopfen. Zumindest an die Tabellenspitze. Die Elf von Jürgen Klopp aber legte vor, konnte ja gewinnen 3:1 gegen Brighton and Hove Albion. Hier mussten jetzt die Citizens natürlich nachziehen. Die erste Möglichkeit von Aguero aber noch nicht zum Erfolg eingeladen. Jetzt aber Bernardo Silva, Traumtor, 14. Spielminute, 6. Saisontor. Was für ein wunderbares Schusschen und was für ein wunderbares Tor. Bernardo Silva, was der hier macht. Super Schusstechnik und der passt perfekt. Guardiola kann sich freuen.
Und so die Führung für Man City. Da wollten sie nichts mehr anbrennen lassen. Viertelstunde vor der Pause. 2-0 Sergio Aguero, 11. Saisontor für den Argentinier. Und eigentlich war jetzt auch alles klar, weil Wolverhampton nach vorne nichts ablieferte, sich aufs Verteidigen konzentrierte und auch das nur teilweise gut funktionierte. Leroy Sané, Fernandinho, Bernardo Silva an die Latte, Kun Agüero passt aber auf, 3-0. 12. Saisontor, Doppelpack vom Argentinier, jetzt war alles klar. Schon nach den ersten 45 Minuten und Agüero passt eben auf. Und köpft das Ding dann ein. 3-0 zur Pause. Jetzt wurde es für Wolverhampton ungemütlich. Man musste aufpassen, dass es hier nicht richtig bitter werden würde. Das taten sie dann im zweiten Durchgang auch gar nicht so schlecht und spielten dann selber tatsächlich mal nach vorne. Helder Costa auf Neves, der trifft nur den Pfosten. Pech jetzt auch für die Gäste. Wäre aber auch noch nicht verdient gewesen, keine halbe Stunde mehr zu spielen. Danilo klärt den Ball unzulänglich. Ruben Neves, Außenpfosten. Der hatte wirklich Pech jetzt in dieser Phase. Und das Lob, das musste man jetzt mal den Gästen aussprechen im zweiten Durchgang. Ließen sie sich nicht unterkriegen und spielten weiter nach vorne, auch wenn es aussichtslos war. Nochmal ein Eckstoß von der linken Seite. Neves tritt ihn rein und Raúl Jiménez macht dann auch das 3-1. 7. Saisontor, 84. Spielminute. Aber es brannte natürlich nichts mehr an. Man City gewinnt 3-1 gegen Wolverhampton zu Hause. Absolut souverän. Im zweiten Durchgang war es nicht mehr so stark, aber sie mussten auch kaum noch etwas tun, kaum etwas investieren. Und so gehen sie hier als Sieger vom Platz und bleiben damit am FC Liverpool ganz klar obendran. Jo, das war die Prognose. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Tippt wie immer gerne mit den Kommentaren über einen Daumen und ein Abo, würde ich mich natürlich auch freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bald geht der Bundesliga-Lo wieder los. Ja, ich hab Bock. Bis dann und tschüss.